Hallo und herzlich willkommen im Wald zu Bens fröhlichem Heringsvergleich. Das wollte ich schon lange mal machen. Ich dachte, ich bringe einfach mal mit die gängigen Heringsmodelle, die ich so verwende. Und dann gucken wir doch mal, welcher denn da so am besten ist. Und Spoiler, er fällt auf in dem Haufen, den ich hier in der Hand habe. Ja, grob kann man ja sagen, die gängigen Heringmodelle sind entweder irgendwelche V-Profil-Heringe. Klassiker ist so ein Ding. V-Profil deswegen, dass wenn ihr so drauf guckt, dann seht ihr, das ist so ein bisschen V-förmig. Also ich hoffe, ihr seht es, wenn die Kamera das dann scharf stellt, aber es ist auch so zu erkennen, denke ich. Die Idee ist einfach, dass man relativ wenig Material braucht. Die sind meistens aus Alu, es gibt auch welche aus Titan, die sind dann nochmal einen Hauch leichter, weil sie einen Hauch dünner sein können, weil Titan stabiler ist. Aber auch die können sich verbiegen. Also nicht denken, dass Titan-Heringe unzerstörbar werden, nur weil sie aus Titan sind. Sie sind deswegen aus Titan, damit sie noch dünner sein können, damit sie noch leichter sein können. Und deswegen sind sie dann doch auch wieder zerstörbar. Wären sie bei gleicher Dicke aus Titan, wie das bei Alu der Fall wäre, wären sie erstens nicht mehr da. Was war denn das? Das war jetzt eine richtige Druckwelle. Also das habe ich jetzt gespürt, diesen. Das konntet ihr auf der Kamera natürlich nicht hören. Ach du Scheiße. Felssturz? Wäre eine Möglichkeit. Ja? Ein großer Felsen, der hier bei uns in den Fluss gekracht ist. Ich hocke hier am Tal und wir haben hier Felsen. Oder LKW, der umgekippt ist, von der Brücke gekracht oder sonst irgendwas. Wäre auch möglich. Krass. Ich versuche es rauszufinden. Ich nehme jetzt einfach weiter auf, weil es macht jetzt auch keinen Sinn, dass ich hier jetzt perplex rumhocke und nicht weiß, was los ist. Aber krass. Ich versuche es rauszufinden. Ich schreibe es euch unten hin, wenn ich was rausgefunden habe, was das jetzt gerade gewesen ist. Irre. Also es war ein richtiges kleines Mini-Erdbeben. Ich habe es im Boden gespürt. Es hat jetzt richtig gewackelt. Ja, ich brauche einen kurzen Schnitt, um mich wieder zu beruhigen, aber dann machen wir weiter. Den Take nehme ich jetzt natürlich, ja, auch wenn der jetzt ein bisschen missraten ist, aber das war ja krass. Heieiei. So, also, V-Profil-Hering ist halt eine sehr schöne, sehr leichte Variante. Die sind ziemlich universell einsetzbar. Dadurch, dass sie halt eben dieses V-Profil haben, kann man, wenn man sie so rum in den Boden steckt und hier eine Schnur dran macht und die Schnur dann nach hier zieht, dann haben sie durch ihr V, graben sie sich quasi in den Boden ein und haben automatisch sozusagen Widerhaken, um einfach so aus dem Boden rausgedrückt zu werden. Das kann so schnell nicht passieren, eben durch diese V-Form. Mein am meisten verwendeter über mein Leben hinweg Heringstyp für viele Böden, sehr brauchbar, guter Universalhering, gutes Gewichts- zu Stabilitätsverhältnis. Sie werden natürlich umso leistungsfähiger, je länger sie sind, vorausgesetzt man bekommt sie auch komplett in den Boden rein. Wenn das nicht funktioniert, dann ist das natürlich ungünstig. So, dann gibt es diese Dinger. Die hat jeder schon mal gesehen, der irgendwann mal ein günstiges Zelt und eine günstige Strandmuschel oder irgend sowas in diese Richtung gekauft hat. Die sind halt einfach meistens aus Alu, gibt es auch in Titan, dann sind sie besonders leicht, die gibt es auch in besonders klein. Diese Variante hier, beides wirklich ein reiner Camping-Hering. Funktioniert in Wiesen, die auf dem Campingplatz zu finden sind. Und in den seltenen Fällen, wo man auch sonst auf Wiesen übernachtet, wie auf dem Campingplatz. Da klappt das. Das Dumme ist nur, dass die bei jedem lockereren Boden, zum Beispiel Waldboden oder ein anderer Naturboden mit normaler Bodenentwicklung, werden die sofort, wenn da ein größerer Zug dran ist, also angenommen, wir machen die hier so in den Boden, so rum in den Boden rein, hängen hier unsere Strippe rein, dann werden die problemlos, dadurch, dass sie keinen Widerstand bieten, ja nur ganz, ganz schmal sind, auch bei stärkerem Zug einfach aus dem Boden wieder rausgezogen, wenn das ein weicherer Boden ist. Leicht ja, klein ja, gewichtstechnisch wirklich wahrscheinlich der leichteste Hering, den man kriegen kann, von der Performance her der schlechteste Hering, den man kriegen kann. Funktioniert also wirklich bloß für Camping unter besten Bedingungen. Ich benutze die so gut wie nie, wenn überhaupt, dann nur mein Mückennetz, das unter das Tarp gehört, festzumachen. Da geht das, weil das quasi keinen Zug abbekommt oder sowas in die Richtung. Da reicht jeder, da würde auch ein kleines Stöckchen reichen, wenn ich nicht zu faul wäre, mir jedes Mal Stöckchen zu suchen. Also das sind meine Mückennetzheringe quasi. Ja, aber für alles andere würde ich die niemals verwenden. Der da, der war mal bei irgendeinem billigen Zelt dabei. Bisschen besser, weil ein bisschen dicker.
Aber nee, also da kann ich nur von abraten, für Waldübernachtungen wohlgemerkt. Ja, oder andere Naturböden. Was den V-Hering angeht, gibt es dann auch noch die etwas, sag ich mal, hochwertiger Variante. Das ist dahingehend etwas hochwertiger, weil eine Strippe dran ist. Und zweitens hier noch in der Mitte so ein bisschen so eine Aussparung. Ich muss mal den weglegen, der irritiert. Und ansonsten gut verarbeitet, war teuer, ist von Fjällräven quasi, war beim Fjällrävenzelt dabei. Viel teurer geht kaum noch. Man sollte meinen, die sind toll. Die sind auch nicht schlecht. Ja? Aber sie sind halt auch vergleichsweise kurz. Gewicht wollte man da eben einsparen. Und auch nicht sehr dick vom Material. Ihr seht eine ganz leichte Krümmung vielleicht. Also die bildet ihr euch nicht ein, die ist schon vorhanden. Ich habe es mal geschafft, den hier ein bisschen krumm zu kriegen. Der funktioniert zwar noch, aber ja. Ne? So, und dann gibt es, und darum soll es gehen, das kann es ja gleich verraten, es fällt ja auf, den Swiss Piranha. Das ist meiner Meinung nach der beste Hering für jede Übernachtung. Außerhalb von extremen Gebirgsböden, super, super steinig. Da kann man vielleicht noch andere Heringe verwenden, außerhalb vom Strand, außerhalb von Schnee. Und für jeden anderen Boden ist das meiner Meinung nach der beste Hering. Ja? Die sind wirklich sensationell und da steckt jede Menge Knopfhoff drin. Und zwar hat sich ein Schweizer Kunststofffachmann, Kunststoffingenieur, ich weiß nicht, was der genau Berufsbezeichnung ist, aber der arbeitet mit Kunststoffen, der hat festgestellt, dass die gängigen Metallheringe, die man so kennt, eben, ups, Ameise, nicht seinen Ansprüchen genügen und hat dann eben, weil er sich mit Kunststoff auskennt, einen Hochleistungskunststoff entwickelt bzw. für Heringe verwendet und den Dingern dann quasi jede beliebige Form verleihen können, die ein Hering seiner Meinung nach haben soll. Das war gerade der Zug, sorry, hab vergessen wegzuschneiden, jetzt machen wir mal weiter und ist dann halt zu diesem Ergebnis gekommen. Zunächst mal die Besonderheit ist, der ist quasi vierkantig. Ja, der hat also vier Verstrebungen in alle vier Richtungen. Anders als zum Beispiel bei so einem mit V-Profil, den man in V-Profil-Richtung in den Boden machen muss, damit das V-Profil als Anker fungiert, kannst du den irgendwie in den Boden stecken. Es gibt kein richtig rum, es gibt kein falsch rum, es ist völlig egal, in alle Richtungen gleiche Wirkung. Das ist auch dann interessant, wenn man mal irgendwas abspannen möchte, wo vielleicht der Zug nicht genau aus einer Richtung, sondern auch mal aus einer anderen Richtung kommen kann. Bei diffusen Windverhältnissen, wie es im Gebirge durchaus mal vorkommen kann, großer, großer Vorteil. Dann haben wir hier einen Nagelkopf, sage ich jetzt mal. Der ist erstens super praktisch, wenn man die Dinger mit einem Stein, einem Hämmerchen oder sonst was im Schuh einschlagen möchte. Kann man quasi nicht verfehlen, super einfach, toll zu treffen und verschwindet bis so im Boden bestenfalls. Und das Schöne ist, man kann dann auch drauf treten, barfuß, ohne sich weh zu tun. Wer schon mal barfuß auf den Kopf von einem Hering getreten ist, wenn er barfuß aus dem Zelt raus wollte, um Dinge zu tun, weshalb man nachts das Zelt verlässt, und sich dabei böse weh getan hat, wird wissen, wovon ich rede. Und das ist ein riesen Vorteil, dass die wirklich ebenerdisch verschwinden und Verletzungsrisiko, abgesehen von Stolpern kann man natürlich immer noch, wenn man über die Zeltleine fliegt, aber zumindest drauf treten. Das ist wirklich was wert. So, dann sind sie rot. Es gibt sie zwar theoretisch noch in anderen Farben, aber es wäre Blödsinn, die in anderen Farben zu kaufen. Rot ist genial, weil man verliert sie nicht. Man findet sie, und wenn man sie doch verliert, findet man sie wieder. Wie oft habe ich schon Heringe verloren? Oder mal dann erst Wochen später wiedergefunden, wenn ich am selben Ort nochmal gewesen bin. Bei denen hier wirklich kein Problem. Rot ist also ein großer Vorteil. Und wer jetzt Sorgen hat, oh, das ist ja eine Signalfarbe, da werde ich ja sofort entdeckt, Stealth-Camping-mäßig und so weiter und so fort, ne, wenn die bis hier im Boden stecken. Ja, da muss jemand schon sehr, sehr nah kommen, um das zu entdecken. Und wenn er so nah gekommen ist, dann sollte er wahrscheinlich auch den Rest vom Zelt entdeckt haben. Und ansonsten, wenn ihr da wirklich Panik habt, dann legt halt noch ein Stück Moos drauf und schwuppdiwupp ist es nicht mehr zu sehen. Also das ist nun wirklich kein Thema. Und man kann sie trotzdem wiederfinden, sollte man sie dann beim Lageraufbau oder Abbau irgendwie verlegt haben. Also auch großer Vorteil. Piranha übrigens wegen diesen feinen, kleinen Piranha-Zähnchen, die hier dran sind. Daher kommt der Name. Swiss war es. Swiss Made, die sind tatsächlich made in Switzerland, ist wohl relativ einfach herzustellen, weil sie kosten nicht ein Vermögen. Derzeit zahlt man etwa 20 bis 25 Euro für 10 Stück in dieser Größe. Es gibt sie in der 8 cm, 12 cm, 15 cm Variante und dann gibt es noch eine Sandversion, die dann eben ganz, ganz breit ist für Sand oder Schnee.
Dieser Kunststoff ist als solcher sehr, sehr leicht. Die 8 cm Heringe sind, glaube ich, die leichtesten, die es gibt, mehr oder weniger. Also nicht nur von diesen, sondern generell. Mir ist noch nie ein leichterer Hering runtergekommen als diese 8 cm Dinger, außer die Dinger hier in Titan. Aber die sind scheiße und das zählt nicht. Die mögen ja leicht sein, aber scheiße. Also wirklich, das ist der schlechteste Hering, den es gibt. Punkt. Ja, da kannst du wirklich besser, da schnitze ich mir die Dinger vorher im Wald selber. Das ist dann immer noch besser als so ein dünnes Ding, das reißt sofort aus dem Waldboden raus. Kannst du vergessen. Ja, aber auf der Wiese, Campingplatz, ja, da geht das. Ja, und durch diese feine Zahnung und eben die Tatsache, dass es in alle Richtungen kantig ist, hängt der wirklich richtig gut im Boden. Man kann ihn auch einfach senkrecht versenken, man muss nicht drüber nachdenken, in welche Richtung muss ich meinen Hering jetzt abspannen. Wenn die Schnur jetzt hier ist und nach da geht, dann muss ich ihn doch so rum in den Boden. Das kann man natürlich trotzdem machen, aber ist häufig gar nicht nötig. Einfach senkrecht rein und gut ist und hält und bombensicher. Und sie haben hier diese Vertiefungen, die einfach dafür da sind, dass man eine Schnur relativ simpel da reinwickeln kann. Das zeige ich euch aber dann gleich noch in der Praxis. Ist recycelbar, der Kunststoff. Sollte er aus irgendwelchen Gründen mal recycelt werden müssen, kann komplett eingeschmolzen werden und irgendwas anderes draus machen. Zweitens ist bis, glaube ich, 160 Grad hitzestabil oder waren es 120, irgendwie sowas um den Dreh. Bei Temperaturen darüber wird das Zeug weich. Das heißt, sollte man es mal geschafft haben, so ein Ding zu verbiegen, kann man es bei 160 Grad in den Backofen schmeißen oder 180, irgendwie sowas, mit Handschuhen einfach wieder in die Form biegen, in die es gehört und fertig. Die sind also sogar reparierbar, wenn man sie mal krumm bekommen hat. Das funktioniert mit solchen Heringen im Regelfall nicht. Also jedenfalls habe ich keine Möglichkeit, die wieder gerade zu biegen, auch wenn das rein technisch gesehen ja auch irgendwie funktionieren sollte. Ja. Aber das ist nochmal ein netter Zusatznutzen. Ich habe es noch nicht geschafft, irgendeinen von den Dingern kaputt zu kriegen und ich nutze die jetzt inzwischen schon wirklich eine ganze Weile. Lediglich hier seht ihr vielleicht so eine kleine Verfärbung, da bin ich mal ein bisschen zu sehr am Rand drauf getreten. Aber auch das ließe sich, wenn das jetzt noch mehr abbrechen würde, beziehungsweise noch mehr rund biegen würde, ließe sich das auch wieder recht zurechtbiegen, wenn man es dann halt, wie gesagt, in den Backofen packt und das Ganze weich wird. Das habe ich schon zweimal gemacht. Also das funktioniert wirklich ganz wunderbar. Außerdem für mich persönlich einfach schön, dass man da ein kleines Ein-Mann-Unternehmen, nämlich SwissPiranha.com und das dazugehörige Unternehmen unterstützt, indem man diese Heringe kauft und 20 Euro für 10 Stück davon. Ich glaube, die wiegen irgendwie 6 Gramm oder irgendwie sowas. Die sind wirklich super leicht. Merkst du nicht, dass du was in der Hand hast. Sensationell. Die besten Heringe, die ich persönlich kenne. Für Waldübernachtungen absolut überragend. Der mit Abstand beste in allen anderen Situationen. Ganz weit vorne dabei. Ich benutze zwar für mein Hilleberg-Zelt noch die Hilleberg-Heringe, die sind aber auch eben kein V-Profil, sondern so ein Dreifach mit drei Klingen sozusagen. Auch das ist erheblich besser. Das gibt es auch als Metallhering, auch in groß, auch von anderen Herstellern. Das ist auch gut. Aber für den Wald ist insgesamt dann doch hier die Kunststoff-Variante erheblich besser. Übrigens, wenn man jetzt sagt, Kunststoff schlecht für die Umwelt und so weiter und so fort, stimmt nicht. Die Herstellungskosten, der Energieaufwand zur Herstellung eines solchen Kunststoff-Herings ist erheblich geringer für Alu, Stahl oder gar Titan. Titan ist ganz katastrophal, was die Energiebilanz angeht. Ja? Also so lange, wie ihr den verwenden müsstet, um energietechnisch besser dran zu sein, als das, was die Herstellung von dem da gekostet hat, da muss der dreimal vererbt werden, damit das hinhaut. Ja? Und da die hier auch nicht kaputt zu kriegen sind, das stimmt nicht. Ja? Also es gibt selten, aber es gibt sie, Fälle, da ist Kunststoff wirklich sinnvoll und auch ökologisch nachhaltig gesehen die beste Option. Einziger Nachteil, wenn man so ein Ding im Wald vergisst, dann liegt es da noch 1000 Jahre. Wenn man so ein Ding im Wald vergisst, dann verrostet es und löst sich irgendwann auf und geht in den Boden über und ist quasi biologisch abbaubar, wenn man es so nennen möchte. Ja? Aber auch nur ganz langsam. Ja? Also denkt bloß nicht, das ist nach 10 Jahren schon weg. Nach 100 vielleicht oder sowas in die Richtung. Aber dafür sind sie eher rot, damit wir sie nicht verlieren. Das wäre so der eine Punkt, wo man wirklich sagen müsste, da ist Kunststoff ein Nachteil. So, Praxistest. Wir testen mal, ich buddel mal diverse Heringe ein und ziehe mal dran, hier mit dieser Strippe. Und dann gucken wir doch einfach mal, was reißt wie schnell aus und wie einfach geht es in den Boden und wie ist die Handhabung und so weiter und so fort. Um euch davon zu überzeugen, dass ich recht habe, dass das wirklich der beste Hering für Waldböden ist, den es gibt.
So, hier haben wir einen Otto Normalverbraucher Waldboden. Und wir fangen mal an mit diesem Hering. Ich nehme mal an, das Zelt steht da, wo ich bin. Ja? Das heißt, ich würde den so rum, in den Boden stecken. Das funktioniert händisch, da muss man gar nicht drauf treten oder sonst wie. Jetzt sieht man ihn schon nicht mehr, weil er halt winzig ist. Ich habe hier an meiner Strippe mal eine Schlaufe gemacht. Die hänge ich da jetzt ein und jetzt könnte ich mein Zelt, ne, in diese Richtung abspannen. So, und wenn jetzt ordentlicher Wind kommt, schwupp, ist das Ding auch schon ab, weil der Kopf dreht sich im Boden. Ne? Und damit ist dieser Haken völlig sinnlos, weil sich das Ding einfach so dreht, dass der vom Haken abrutscht, sobald da ein bisschen Zug drauf kommt. Also wie gesagt, die sind scheiße. Die funktionieren wirklich nur... Ich bin da wirklich unterwältigt im Campingplatz. So, die Variante hier. Ja, geht auch wunderbar in den Boden. Man sieht sie nicht mehr, sobald sie drin ist. Ist auch schlecht. Man muss den erstmal wiederfinden. Auch der kann sich wunderbar drehen im Boden. Bedeutet, sobald da nennenswerter Zug drauf kommt, muss ich erstmal die Schlaufe dran bekommen, ist er gleich raus. Das Gute ist, der Fairness halber, da kann man auch drauf treten, ohne sich zu verletzen, weil der so tief in den Boden reingeht, dass das gar nicht möglich ist, dass da was rausguckt, was wehtun könnte. So, ich ziehe. Bumm. Ja? Und beim bisschen Zug, also das wäre jetzt 40 km Windgeschwindigkeit gefühlt gewesen, was da am Zelt gezogen hätte. Und schwuppdiwupp ist der auch schon wieder raus aus dem Boden. Mit was soll der sich denn auch festhalten? Das ist Murks, die Dinger. So, V-Profil. V-Profil lang. So rum. Ja? V-Profil in Richtung, in die er möglicherweise rausgezogen wird. Den muss ich jetzt auch noch ordentlich... Das geht händisch nicht mehr. Dann nehmen wir den Fuß. So. Wir haben hier keine Steine im Boden. Das würde die Sache natürlich noch ein bisschen erschweren. Aber ja, ist halt jetzt gerade nicht der Fall. So. Hier kann der sich jetzt einigermaßen in diesen Haken verhaken. Er geht auch noch ein bisschen tiefer rein und kann die Schnur kann zumindest mal nicht abgerissen werden, sich einfach so lösen. Ja? Das hebt dann schon ganz gut. Da muss also schon die Zugkraft so stark sein, dass der Hering aus dem Boden gerissen wird. Was auch ziemlich schnell passiert. Ich würde jetzt mal sagen, der hält vielleicht noch 10 km/h Windgeschwindigkeit oder ein bisschen mehr Kraft besser, als das bei der Rundvariante der Fall ist. Aber ist immer noch eher unterwältigend. So, das Modell Fjällräven ist in der Hinsicht bestimmt auch nicht besser. Der ist ja kürzer, der sollte eigentlich noch schlechter sein. Aber theoretisch sind die bei einem teuren Zelt dabei gewesen. Ja, aus irgendwelchen Gründen hält er tatsächlich ein bisschen besser. Aber das war's. Ja? Ja, also das kann uns nur ein Zufall gewesen sein. Ich habe mir eine andere Stelle gesteckt. So, und jetzt kommt der gute Rote. Beim guten Roten muss ich euch noch mal kurz eine Detailaufnahme zeigen. Nämlich, dadurch, dass der hier diesen speziellen Kopf hat, ein bisschen weiter weg, dann sieht man es besser, stellt er auch scharf, hoffe ich, kann man entweder hier einfach so das Ding da einhängen, zack, oder... Man nutzt einfach den Knubbel, den man jetzt da hat, oder macht einen extra Knubbel und knotet den hier so richtig schön rein. Zack. Ja, so. Und das ist natürlich nochmal fester und da braucht man noch nicht mal irgendwelche Knoten machen und so weiter und so fort. Und hält wirklich bombensicher. Da kann die Schnur überhaupt nicht abrutschen. Das bestand bei allen anderen, das Risiko, dass das passiert, ist zwar eher unwahrscheinlich, aber es ist hier unmöglich. Das ist schon... ein Punkt für sich, ne? So, und jetzt kickt man den einfach in den Boden, zack, richtig schön tief rein. Und es ist jetzt auch völlig egal, in welche Richtung ich ziehe. Es geht in alle Richtungen gleich gut. Und jetzt ziehen wir mal. Nix, nix, nix. Ich brauche jetzt richtig Kraft, zack. Okay, aber wirklich mit Abstand am stabilsten. Und kinderleicht und idiotensicher in der Anwendung. Einziger Haken, wenn sie mal dreckig sind, dauert es eine Weile, bis man sie wieder sauber gemacht hat. Aber kann man einfach unter der Spüle machen, wie Geschirr spülen. Einfach mit in die Küche nehmen und im Spülbecken sauber machen. Wenn nicht allzu viel Dreck dran ist, ist das eigentlich so schlimm, wenn der im Abfluss landet. So.
kurzer Beitrag. Ich meine, das ist nur ein Hering. Aber ich bin wirklich begeistert von den Dingern. Die sind in so vieler Hinsicht so schön, so praktisch und so einfach in der Anwendung. Gerade wenn ich meinen Tab teilweise mit den Dingern gesichert habe, teilweise mit noch ein bisschen kleineren, weil das Packmaß ist ein bisschen groß. Das ist dann ein Nachteil. Ja? Also wenn man ein bisschen Platzmangel hat und nur einen sehr kleinen Rucksack dabei, dann ist das Packmaß ein bisschen das Thema. Daher habe ich nicht immer alle Heringe, die ich brauche, in Form von den roten Piranhas dabei. Seht ihr, die Schnur ist immer noch dran. Also die kriegt man so nicht ab. Die muss man dann wirklich sich Mühe geben und die dann langsam da wieder raustüddeln, wenn man die abhaben möchte. Das ist jetzt nicht schwierig, aber es ist schon genial. Wirklich. Also da, und das geht so schnell. Ja? Also auch wenn ich jetzt hier keine Schlaufe dran gemacht hätte, sondern einfach die Schnur so hätte, kann man die da einfach reinwickeln und gut ist. Braucht man überhaupt keinen Knoten. Ja, aber nochmal, Packmaß, einziger Nachteil, sonst wirklich super, muss ich jetzt nicht noch mehr zu sagen, oder? Das Verbändverhältnis damit relativ kurz, aber kann ich auch nicht ändern. Macht's gut, bedanke mich und wirklich, wirklich ernst gemeinte Empfehlung. Ich habe auch keine Kontakte mit dem Hersteller. Das ist also jetzt keine Werbung, die irgendwie gekauft worden wäre oder sonst wie. Es ist einfach meine Überzeugung, dass das ein toller Hering ist. Macht's gut.